Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athame. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Weniger proteanisch. Das alles wirft ernste Fragen über die Geschichte der Asari auf. Wenn die Proteaner mit unserer Vergangenheit zu tun hatten, ändert das alles, was wir über uns wissen. Ohne den Angriff der Reaper wäre diese Erkenntnis das größte Ereignis unserer ganzen... Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Der auf dem Mars gab uns den Tiegel. Sowas zu verschweigen ergibt durchaus Sinn. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie sagten, dass der Tempel tausende Jahre alt ist, Liamar. Viel Zeit, um ihn zu untersuchen. Das macht es noch nicht wahr. Dann ist der Thane keine Proteanerin? Bedenken Sie, Liara. Die Asari bräuchten nur ein paar wissenschaftliche Fortschritte und wären im Vorteil. Und so ist es auch, wenn ich das anmerken darf. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das genau der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint Sie für ein Proteaner zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Hier ist keine Verbindung. Ist es zu fassen, dass wir so nah dran sind? Wenn wir haben, was wir hier brauchen? Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Da! Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Der Sender fährt hoch. Ich kann's deutlich spüren. Es sieht immer noch nicht so aus. Er ist nichts. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Tempel nur Tarnung ist. Geheimnisse versteckt man. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein, halt! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ein Proteaner. Eine VI. Erinnern Sie sich noch an Vigil? Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das Sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Was war zu Ihrer Zeit mit dem Tiegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Die hatten es wohl mit ihrem eigenen Unbekannten zu tun. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein.
Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tiegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Sie! Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Sind langsamer. Wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Vorsicht, Jäger! In Deckung! Sofort! Alles in Ordnung! Wird gemacht! Freund Thane starb als der Feig. Klingt er immer wahr. Und Sie werden ihm bald Gesellschaft leisten.
Forschtest! Sobald sie tot sind, werden ihre Freunde ihnen folgen. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz! Eine wirkliche Herausforderung. Sie werden alt. Sie kommen ins Straucheln. Ist das alles, was Sie drauf haben? Jetzt hat der Spaß für Sie ein Ende, Shepard. Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Shepard! Festhalten! Ist jemand auf dieser Frequenz? Hier, Lieutenant Kuhn! Mein Trupp ist umzingelt! Hier, Shepard! Was ist Ihre Position? Wir hören Sie. Was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot. Unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment. Da kommt ein Reaper. Bitte. Ist da jemand? Ich... Oh Gott. Nein. Commander Shepard, sind Sie da?
Commander. Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren Sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenen Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssten es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende.
nachdem wir den Reaper auf Run noch erledigt haben? Ich weiß auch nicht. Ja, aber wir hätten unmöglich jeden Reaper auf Tessia aufhalten. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Shepard, es war nicht Ihre Schuld. Es geht nicht um Schuld. Ich sollte Sie aufhalten. Kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Tali. Erde, Pelevan, Tessia. Ich riskiere alles, um den Tigel zu bauen und weiß nicht mal, was er macht. Wieso entscheide ich alles? Weil Sie recht hatten. Von Anfang an. Sie haben ganz allein gekämpft, als Ihnen niemand geglaubt hat. Sie schaffen das. Ich weiß es. Es tut mir leid, Shepard. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Und Liara? Ich weiß es nicht. Okay. Ich rede mit ihr. Danke. Mit so etwas sollte man nicht alleine fertig werden müssen. Das gilt auch für Sie. Natürlich. Es ist schön, dass Tali wieder da ist. Ich habe dafür gesorgt, dass wir genügend Antibiotika und Antihistamine auf Dexto-Basis haben. Dr. Tassoni besucht den Proteaner in seinem Quartier, Commander. Neues von Ihrer Familie? Sie konnten Pelevan gerade noch verlassen. Sie sind okay. Wir nehmen jede gute Nachricht, die wir kriegen. Leider sind's nicht mehr. Wieso? Der Primarch und ich hatten ein hartes Gespräch. Er sagte, unsere Flotte würde dezimiert und ich habe empfohlen, jede Offensive gegen die Reaper einzustellen. Voller Rückzug? Wir können Pelevan nur retten, wenn wir Schiffe für den Tigel haben. Aber wenn ich mich irre, haben viele turianische Familien nicht so viel Glück wie meine. Ein gefährliches Spiel. Gibt es andere Optionen? Falls es welche gibt, sehe ich sie nicht. Es zählt nur noch der Tigel. Und eiskalte Berechnungen. Wie kommen Sie zurecht? Das alles muss doch sein Tribut fordern. Man kann nur begrenzt kämpfen. Nur eine bestimmte Menge Tod ertragen, bevor... Bevor Ihr Freund Sie aufhebt, abstaubt und Ihnen sagt, dass Sie der beste Soldat sind, den er je getroffen hat. Wir stehen das durch. So wie immer. Der Anblick, wenn eine Welt untergeht, ist etwas, woran man sich nie... Das kann nicht wahr sein! Sie haben es selbst gesehen. Die Göttin Ephaim war proteanisch. Sie wollten mehr über ihre Geschichte wissen, Asari. Jetzt wissen Sie mehr. Ich habe einen Namen. Liara Tassoni. Hey, aufhören! Meine Heimat wurde gerade zerstört. Und er macht hämische Sprüche. Angesichts der Ereignisse sollten Sie sich bei Liara entschuldigen, Jarvik. Was denn? Für die Wahrheit? Für Ihre Untätigkeit. Sie sind Proteaner und müssten sämtliche Antworten haben. Warum haben Sie das nicht verhindert?
Wir glaubten, sie würden das tun. Vor langer Zeit sahen wir Potenzial in ihrem Volk. Es war ganz offensichtlich. Weisheit, Geduld. Sie waren die Hoffnung für diesen Zyklus. Also wurden sie bei Bedarf geleitet. Es hat nicht funktioniert. Sie leben noch, oder etwa nicht? Ihre Welt ist gefallen. Aber solange auch nur eine Asari noch steht, ist der Kampf nicht vorbei. Das gilt dann wohl auch für Proteaner. Verzweiflung ist die stärkste Waffe des Feindes. Nehmen Sie sie ihm weg, Liara Tissoni. Das war unerwartet. Danke. Wir brauchen Ihre Fähigkeiten. Wenn der Schmerz Sie überwältigt, ist sie nutzlos. Haben Sie gemeint, was Sie gesagt haben? Ist das wichtig? Liara bedeutet mir viel. Es ist wichtig. Dann sage ich Ihnen, was Sie hören wollen. Ich habe gemeint, was ich gesagt habe. Weitermachen. Ich habe gehört, dass Sie mit einer VI eines Vertreters meiner Art gesprochen haben. Es kämpft also noch ein weiterer Proteaner gegen die Reaper. Wenn es in diesem Krieg einen Sieg gibt, dann für alle Zyklen. Die Lebenden werden die Toten rächen. Sie ist kein Human, sie ist Kommunikationsspezialistin. Und bei der haben Sie keine Chance kennen. Es scheint sehr anstrengend gewesen zu sein, den turianischen Reaktor zum Laufen zu kriegen. Hab schon Schlimmeres erlebt. Naja, zum Glück hatten Sie Hilfe von Captain. Was ist los? Wir reden später weiter. Adios. Direkt in ihre Kabine gegangen und hat die Comm abgeschaltet. Sehr schlimm. Ich habe Liara noch nie so gesehen. Nicht mal nach Noveria. Ich spreche mit Liara. Gut. Als sie vorbeiging, sie braucht sie jetzt wirklich. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang studiert. Wenn ich den Sender auf Tessia früher gesehen hätte. Sie hätten Shepards Dechiffrierer benötigt, um ihn zu verstehen. Trotzdem hätte ich etwas erfahren können. Stattdessen hat meine Mutter den wichtigsten archäologischen Fund der Galaxie vor mir verborgen. Es muss für sie ein gewaltiger Witz gewesen sein, dass ausgerechnet ich Proteaner-Forscherin wurde. Die Strafen für das Zurückhalten proteanischer Technologie gehören zu den härtesten im Ratssektor. Vielleicht wollte ihre Mutter sie einfach nur schützen. Mag sein. Danke. Wie konnte das geschehen, Shepard? Habe ich angenommen, die Asari wären bereit, dass der Rat sie schützen würde? Oder habe ich mein Volk wegen des Katalysators einfach ignoriert? Das haben sie nicht. Sie sterben zu Millionen. Ich habe den Leuten auf Tessia Rettung versprochen. Wie viele Asari sind tot, weil ich Hilfe verlangt habe? Keine. Shepard, das stimmt nicht. Sie haben Ihr Volk seit 4 Jahren gewarnt, Liara. Sie haben keinerlei Grund, sich schuldig zu fühlen. Wenn wir schnell genug sind, haben Sie eine Chance zu überleben, neu anzufangen. Tessia ist verloren, aber die Asari noch nicht. Den Flüchtlingen helfen. Das könnte ich machen. Ich schulde es ihnen. Ich wusste, Ihnen fällt was ein. Ich brauche noch etwas Zeit, Shepard. Aber danke. Was geschieht jetzt mit den Asari? Dr. Tissoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander.
Hoffentlich geht's ihr jetzt besser. Danke, dass Sie mit ihr gesprochen haben. Wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Wir können nicht viel sagen, aber einfach nur da sein. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind... Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Eli? An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Die Reaper sind gar nicht so großartig. Immerhin wurde der auf Tuchanka trotz aller Gegenwehr von einem Wurm erledigt. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Denselben wie organisches Leben. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Geth und Reaper. Fortpflanzung ist nicht alles. Wir finden Sinn in unserer Arbeit, in guten Taten, in der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Das ging ja flott. Quantencomputer sind toll. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut? Geht das denn? Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. Ja, Shepard? Weitermachen, Eli. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Tessia also, hm? Die Asari wünschen sich bestimmt, sie hätten weniger Tänzerinnen und mehr Elite-Soldatinnen. Zu früh? Denken Sie dran, wir haben gerade einige Millionen Asari verloren. Nicht jetzt! Sehen Sie das? Tiptree, eine kleine Kolonie am Arsch der Galaxie. Mein Vater lebt dort. Und meine Schwester. Die Reaper kamen vor knapp 2 Wochen. Sie können also davon ausgehen, dass ich durchaus weiß, dass ein Krieg tobt, Commander. Warum dann die Witze? Weil Edi sagt, dass sie laut den Metabolismus-Scans ihrer Panzerung im Moment mehr unter Stress stehen als während des Skylianischen Angriffs. Eher so wie auf Akus, als Dreschlunde den Rest ihres Trupps gefressen haben. Und bei meiner letzten Unterredung mit Anderson sagte er, ich solle mich um sie kümmern. Der Anführer des Widerstands auf der Erde macht sich Sorgen um sie und ich soll dabei helfen. Ich weiß das zu schätzen, Joker, aber mir geht's gut. Von wegen. Sie sind doch selbst schon ein halber Roboter. Nichts für ungut, Edi. Und ich bin schuld daran. Als die Kollektoren die erste Normandy gesprengt haben, sind sie gestorben, weil sie wegen mir zurückkommen mussten. Konnte den besten Piloten der Flotte doch nicht zurücklassen. Naja, hätte vermutlich in ihrem Bericht schlecht ausgesehen. Kommen Sie, auf uns wartet Arbeit.
Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik, alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine... Waffe in meiner Hand? Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls Sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist.
Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung, bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein, aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten. Werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte... Die Sovereign... Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich?
Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garneau könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessant. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edie? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge jetzt hinzu. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das eine an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Thank you.
Drachen die Aktivität? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser drei Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Drei Möglichkeiten. Fünf mögliche Systeme. Element Zero vorkommen. Drei Möglichkeiten. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Drei Möglichkeiten. Fünf mögliche Systeme. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Wird gerade erledigt. Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garneau gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Natürlich. Reaper-Aktivität? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Proteanische Artefakte. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Alien-Sichtungen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Thank you.
drei Möglichkeiten. Reaper-Aktivität? Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Gano. Ich habe etwas gefunden. Ausweichen erfolgreich. Ich habe etwas gefunden. Signal bestätigt. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Ich habe etwas gefunden. Thank you.
ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgangen. Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende.
Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen, die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Irgendwelche Cerberus-Verschlüsselungsalgorithmen.
Miss Sato, komm. Miss Sato, sind Sie da? Sie hat Angst, die finden Sie, wenn sie antwortet. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden, Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie, aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. In Bewegung bleiben. Sie sind trotzdem.